Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffbrater.com bringen wir dich an Bord und damit herzlich willkommen an Bord der neuen AIDA Cosma und in meiner Veranda-Kabine Komfort auf Deck 15, Kabine 15085, möchte ich euch in diesem Video einmal genauer vorstellen. Es gibt verschiedene Kategorien der Veranda-Kabinen. Es gibt die klassischen Veranda-Kabinen, dann die Komfort-Kabinen und auch da gibt es nochmal Unterteilungen. Die mit extra viel Platz, die habe ich. Es gibt noch welche mit begehbarem Kleiderschrank oder mit zwei Bädern. In diesem Video schauen wir uns die Kabine mit extra viel Platz an. Beginnen wir den Kabinenrundgang hier im Bad auf AIDA Cosma. Durchaus hell gestaltet, ein beleuchteter Spiegel, eine Glaskabine für die Dusche, also durchaus so, wie man das von modernen Schiffen kennt. Ja, schöne Gestaltung, schlichte Farben und gemütlich durchaus auch. Ja, hier haben wir jetzt den Blick in den Wohnraum von AIDA Cosma. Auch hier einiges an Ablagefläche. Und das Sofa kann dann umgebaut werden, sodass man hier auch mit drei Personen in dieser Kabine wohnen kann. Ansonsten, wenn man zu zweit ist, hat man das Ganze hier dann eben als gemütliches Sofa mit einer Leselampe auch daneben. Wenn wir dann hier mal in die Schränke schauen, sehen wir, ja, Ablagefläche, ein Safe ist vorhanden und Bademäntel natürlich auch hier. Und auch hier nochmal ein bisschen Platz, um Dinge aufzuhängen. Ja, auf der anderen Seite machen wir weiter. Haben wir hier einen Schreibtisch mit einem Fernseher. Der Fernseher ist dann eben auch schwenkbar, sodass man dann vom Bett aus auch schauen kann. Ein Schreibtisch ist vorhanden mit zwei Schubladen auf jeder Seite. Da kann man dann noch Dinge reintun. Der Spiegel, der befindet sich dann eben hier unter dieser Klappe, denn ja, hier ist ja eben der Fernseher, sodass dort kein Platz für einen Spiegel wäre. Das klappt dann ganz automatisch wieder runter. Hier befindet sich dann auch direkt der Föhn. Telefon ist auch vorhanden. Ein kleiner Beistelltisch hier am Sofa und ansonsten haben wir hier das Doppelbett. Das lässt sich hier nicht auseinanderstellen, denn es ist ja zwischen diesen Wänden eingebaut. Auf der rechten Seite eine Steckdose, zusätzlich noch mit USB-Anschluss. Das ist ein ganz normaler USB, kein USB-C-Anschluss, habe ich gerade gesehen. Lichtschalter, kleines Ablagefach und auf der anderen Seite keine Steckdose. Also eine Steckdose nur am Bett. Ja, da müsst ihr dann für euch immer entscheiden, wer jetzt die Seite am Fenster bekommt und wer die Seite mit der Steckdose bekommt. Da gibt es dann sicherlich unterschiedliche Bedürfnisse, sage ich mal. Und das ist noch der Balkon, den zeige ich euch dann morgen nochmal bei Tageslicht. Und dann schauen wir jetzt auch bei Tageslicht noch einmal raus auf den Balkon. Hier von der Verandakabine Komfort mit extra viel Platz. Ja, lässt sich durchaus aushalten. Schön tief und geräumig. Es gibt zusätzlich zu den zwei Stühlen auch noch einen kleinen Hocker für die Füße und auch noch einen Tisch. Die Hängematte ist verfügbar. Ein Aschenbecher ist auch verfügbar. Also hier darf auch geraucht werden für die Raucher unter euch. Und ansonsten hat man dann hier eben den Ausblick von Deck 15. Runter, dort unten befindet sich das Sportaußendeck und ja, weitere Kabinen sind hier auch zu sehen. Der Vorteil ist auf Deck 15, man hat dieses Dach dort oben noch nicht so nah dran, also hier hat man wirklich eine ganz gute Aussicht vom Balkon der Kabine 15085. Das war die Verandakabine für euch im Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne mal meine anderen Videos an von Bord der AIDA Cosma. Der Rundgang, die Neuigkeiten im Vergleich zur AIDA Nova und viele weitere Videos. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Abonniert gerne den Kanal kreuzfahrturlauber.de für weitere Videos und bucht gerne eure nächste Reise unter meinschiffbrater.com, um ja, weitere Videos zu unterstützen. Vielen Dank dafür und bis ganz bald auf diesem Kanal. Euer Kreuzfahrturlauber Fabian.